Im Rahmen der Kochaktion können die Rezepte dann entweder einzeln, also zum Beispiel eine Pasta mit einer Linsenbolognese gekocht werden, oder aber auch als Paket. Da haben wir verschiedene Varianten im Leitfaden zusammengestellt. Das heißt, dass dann pro Gruppe eine Pasta mit verschiedenen Soßen und verschiedenen Salaten als Beilage gekocht wird. Entscheidend dafür ist die Dauer der Kochaktion. Wer eher eine kürzere Aktion von zum Beispiel 2 Stunden machen möchte, kann gerne mal auf die Website schauen. Da haben wir in der Kategorie schnell und einfach viele Rezepte. Oder aber, wenn die Kochaktion länger dauert, bis zu 4 Stunden, kann man sich auch gerne aus unserem gesamten Küchenpartier-Rezepte-Repertoire bedienen. Bei uns wird immer in mehreren Mehrgenerationen-Teams gekocht und auch hier kann ich überlegen, wie ich dann bei der Rezeptauswahl vorgehe. Ich kann entweder sagen, dass pro Team eine Hauptspeise und eine Vor- und Nachspeise gekocht wird, also zum Beispiel Spinat, Knödel und Kräuterknödel und dazu ein Salat pro Team. Oder aber Variante Nummer 2 wäre, dass ich sage, ein Team ist für die Hauptspeise für alle verantwortlich. Und ein Team für die Vor- und Nachspeise. Unsere Empfehlung ist es, die Variante 1 zu testen, denn sie bringt viele Vorteile mit sich. Zum Beispiel einerseits, dass die Vielfalt am Esstisch größer ist, wenn ich dann zum Beispiel verschiedene Knödelarten habe. Aber sie bringt auch den Vorteil, dass mit haushaltsüblichen Mengen gekocht werden kann. Also unsere Rezepte sind auf 4 Portionen ausgelegt. Das kann dann einfach nachgekocht werden. Außerdem passt es so vom Zeitmanagement ganz gut, wenn ähnliche Speisen zubereitet werden und die Kinder können auch eine ähnliche Kochkompetenz erlernen. Das andere Beispiel kann natürlich auch umgesetzt werden. Hier muss ich nur darauf achten, dass ich die Menge vervielfältige für ein Rezept, da natürlich eine Gruppe für alle kocht. Und ja, bei der Zeit sollte man das ganz genau durchplanen, dass das auch mit dem Zeitmanagement am Ende gut passt. Es ist natürlich auch möglich, eine Küchenpartie umzusetzen, wenn man keine große Küche oder nur eine kleine Küchenausstattung hat. Manchmal reicht ja schon das Brettchen, ein Messer, ein Stabmixer oder ähnliches, um einen kleinen Snack, den man gemeinsam verkostet, zuzubereiten. Hier ist es nur wichtig, dass man das vorab den Teilnehmenden kommuniziert, damit diese nicht mit großem Hunger erscheinen und keine vollwertige Mahlzeit erwarten.